Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie nach dem Löschen und Formatieren Fotos von der Festplatte eines Computers oder Laptops wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Benutzer stehen häufig vor dem Verlust ganzer Archive mit Hochzeit- und Reisefotos während der Reinigung der Festplatte. Matinen, Taufen, Babys erste Schritte, Fotos von wichtigen Ereignissen im Leben sind von unschätzbarem Wert. Wenn Sie auf ein ähnliches Problem stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Verweigern Sie die Arbeit mit der Festplatte, von der das Foto gelöscht wurde. Wenn dies nicht möglich ist, minimieren Sie die Arbeit damit. Jedes installierte Programm oder eine aus dem Internet heruntergeladene Datei kann gelöschte Fotos überschreiben und deren Rücksendung wird unmöglich sein. Überprüfen Sie den Windows-Papierkorb, möglicherweise befinden sich Ihre Fotos darin. Erinnern Sie sich an den Ursprung dieser Fotos. Wenn Sie diese Fotos von einem bekannten Fotografen bekommen haben, wenden Sie sich erneut an ihn. Wenn Sie mit Ihrem Telefon oder Ihrer Kamera aufgenommen haben, überprüfen Sie die Speicherkarte. Wenn keine Sicherung Ihres Fotos vorhanden ist, verwenden Sie die Hetman Photo Recovery. Laden Sie das Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Schauen wir uns also genauer an, wie Sie Fotos mit dem Programm Hetman Photo Recovery wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, in denen wichtige Dateien verloren gehen können, in unserem Fall Fotos. Es befinden sich Fotos auf dem Laufwerk D. Wie formatieren Sie es? Wie wir sehen, ist die Festplatte formatiert. Die Fotos sind verloren und jetzt müssen sie wiederhergestellt werden. So, wie stellt man diese Fotos mit dem Programm Hetman Photo Recovery wieder her? Starten Sie das Programm. Wiederherstellungsassistent ist geöffnet. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie die Festplatte aus, auf der Sie das Fotos wiederherstellen möchten. Weiter. Wählen Sie Schneller Scan aus. Weiter. In den zusätzlichen Optionen können Sie das Datum angeben, an dem die Dateien erstellt oder geöffnet oder geändert wurden, sowie die Dateigröße, um die Suche zu verfeinern. Ich wähle Suche nach Daten. Erstellt. Letzte Woche. Da in meinem Fall die Dateien erst kürzlich auf der Festplatte gespeichert wurden und jetzt Suche nach Größe. Mitte. Da in meinem Fall alle Dateien gelöscht wurden, haben einige durchschnittliche Größe von höchstens 1 MB Watt. Weiter. Warten Sie auf Abschluss des Analyseprozesses. Fertig. Es werden Miniaturbilder angezeigt, die wiederhergestellt werden können. Entfernen die Häkchen von unnötigen Fotos, falls vorhanden. Klicken Sie auf Weiter. Danach wenden Sie auf Festplatte speichern. Geben Sie den Pfad an, in dem unsere Fotos wiederhergestellt werden sollen. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Fertig.
Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt. Und dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Programms und des praktischen Wiederherstellungsassistenten kostet es uns nicht viel Mühe. Das ist alles. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Abonnieren Sie den Kanal und wie immer Daumen hoch.